Herzlich willkommen zur Vorlesung über Webservice-Entwicklung nach WS SOAP. Ich zeige Ihnen hier zuerst kurz die Agenda, möchte Ihnen also am Anfang die Standards der WS-Sternfamilie vorstellen, zu denen WS SOAP eben genau zählt. Da erstmal fokussieren auf grundlegende Standards, eine kleine Auswahl davon, und zwar eben im Messaging-Bereich, genau der Standard WS SOAP. Dann im Delivery-Bereich Ihnen noch zeigen, die Web Service Definition Language Dateien und WS UDDI kurz präsentieren. Im Anschluss zeige ich Ihnen dann, wie Sie Web Services realisieren können, und zwar erstmal den Top-Down-Ansatz, ausgehend von einem XML-Schema, was Sie sich definiert haben für die fachlichen Entitäten, also einer XSD-Datei, dann daraus entsprechende Klassen für die fachlichen Entitäten generieren und im nächsten Schritt dann die WSDL-Datei erstellen. Und danach eine eigentliche Web-Service-Klasse. Im nächsten Schritt möchte ich Ihnen dann zeigen, wie Sie Fehlerbehandlung in Web-Services durchführen können. Also insbesondere auch die Frage, wie Sie Fehler, die ja dann auf einem Server auftreten, an einen Client so weiterleiten können, dass der die entsprechend behandeln kann. In Java haben Sie ja normalerweise den Exception-Mechanismus, der aber innerhalb eines Programms greift, wo Sie dann über Try und Catch Fehler fangen und behandeln können, was natürlich von einem Webserver zu einem entfernt laufenden Client so ohne weiteres nicht geht. Aber Sie werden sehen, dass Sie dafür einen Mechanismus haben in diesem WS-Stern-Umfeld. Dann zeige ich Ihnen noch einige weitergehende Beispiele auf die Standards betreffen aus der WS-Stern-Familie. Das sollen im einen Fall WS-Addressing und WS-Eventing sein. Dann aber auch die Frage, wie kann ich meine nicht funktionalen Anforderungen eingrenzen über WS Policy und WS Policy Attachment und dann eine etwas längere Abhandlung über WS Security, wie kann ich Sicherheitsthemen in Web Services adressieren. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch zumindest ein ganz paar erläuternde Worte mitgeben zu Metadata Exchange, also Metadatenaustausch in Web Services nach WS Stern. Dann komme ich noch zu einem ganz kurzen Beispiel, wie Sie denn Web Services umgedreht, also eben nicht ausgehend von einer XSD und einem systematischen Ansatz von oben nach unten erzeugen, sondern ganz oft haben Sie ja existierende Applikationen, die bereits laufen und denen Sie vielleicht einfach einen Web Service als zusätzliche Schnittstelle spendieren möchten. Das sogenannte Harvesting, Sie ernten also das ab, was Sie bereits haben und realisieren den Web Services bottom-up. Sozusagen ausgehend von existierenden Klassen dann hin zu dem abstrakteren, zu einer WSDL und zu einem lauffähigen Webservice. Und am Schluss darf natürlich eine kritische Betrachtung dieser ganzen Webservice-Umsetzung nach WS Stern nicht fehlen, die ich Ihnen dann geben werde. Also die WS Stern-Standardfamilie ist eine Familie webservice-orientierter Standards. Letztlich basieren sie alle auf XML. Das ist das Wesentliche, dass XML sozusagen die selbstenthaltene Basis bildet und alle weiteren Bestandteile jeweils wieder innerhalb XML spezifiziert werden können. Es gibt für diese Standardfamilie breite Unterstützung aus der Industrie, IBM, Microsoft, auch Bea als Middleware-Anbieter, aber auch viele weitere. Die drei Beispiele sollen sich für hier erstmal genügen. Die Initiative für neue Standards geht hier aus einmal vom W3C, World Wide Web Committee, das Sie bereits kennengelernt haben, für Basisstandards wie HTML und andere, die die Grundfesten des Internets bilden. Zum anderen aber auch von der OASIS, die fortgeschrittene Standards für Informationssysteme definiert. Vielleicht kennen Sie da die Dokumentenstandardformate bereits. Und dann haben wir noch das Thema WSI, Web Service Interoperability. Sie werden eben gleich diese Standardfamilie sehen und sehen, dass es da sehr viele Standards für sehr viele Bereiche gibt. Und da ist natürlich die Frage, spielt nachher jede Konfiguration aus Standard-Features, die Sie gerne nutzen möchten, entsprechend zusammen, sodass Sie die auch alle gemeinsam nutzen können oder nicht. Und da gibt eben WSI einen kleineren Ausschnitt vor, der dann in Kombination jeweils auch funktionieren soll. Schauen wir uns also diesen Standard-Stack mal an. Ganz unten finden Sie genau diese Transportprotokolle, HTTP, SMTP, Java Message Service und so weiter, die Ihnen ermöglichen, diese Nachrichten zu transportieren.
Der eigentliche WS-Stern-Stack ist also völlig unabhängig von dem Transportprotokoll, das Sie eigentlich gerade einsetzen unten drunter. Diese Transportprotokolle sind zum wesentlichen Teil ja von dem W3C eben standardisiert. Das haben Sie an anderer Stelle auch schon kennengelernt. Und darauf aufsetzend gibt es dann eben diesen WS-Stern-Standard-Stack. Sie sehen unten rechts diesen Bereich Messaging. Das ist die eigentliche Nachrichtenübertragung, hier SOAP als Kernstandard, den wir uns gleich auch als erstes anschauen werden. Daneben aber auch Addressing und Eventing, da werden wir später noch einen Blick drauf werfen. Dann in dem Bereich Beschreibung, jetzt müssen Sie die eigentlichen Nachrichten, die Sie da über WS SOAP verschicken, irgendwie ja genauer beschreiben, damit man weiß, was da drin steckt. Sie kennen das von XML, wo Sie auch eine XSD aufsetzen können, um eben genau zu beschreiben, was kann in einer XML-Datei eigentlich an welcher Stelle, wie oft, in was enthalten vorkommen und mit welchen Attributen. Und genauso nutzen Sie die WSDL-Datei dann eben, um in Web Service Definition Language zu beschreiben, was in dieser SOAP-Nachricht eigentlich genau drinstecken kann, unter anderem. Noch einiges mehr, das werden Sie gleich sehen. Dann UDDI, das ist im Grunde ein Standard, der Ihnen ermöglicht, Web Services zu finden. Analog zu bei RMI haben Sie eine RMI Registry, wo Sie Ihre Services registrieren können, die dann verwendet werden können. Und im Web Service-Umfeld haben Sie eben eine UDDI Registry, aber das werden Sie gleich auch noch sehen. Es gibt dann einmal, das sehen Sie hier zur Linken, noch Metadatenstandards. WS Policy werden wir uns anschauen, Policy Assertions, aber auch Metadata Exchange, wo es darum geht, auch nicht funktionale Anforderungen an Web Services spezifizieren zu können. Aber dann gibt es auch in dem oberen Bereich rechts eben nochmal Standards, die auf alles aufsetzen, was wir so im Middleware-Bereich kennengelernt haben. Transaktionen, Zuverlässigkeit, aber auch Sicherheit. Da werden wir exemplarisch noch WS Security uns später anschauen. Und dann auf noch höherer Ebene das Thema Management. Wie managen Sie eigentlich Web Services? Wie monitoren Sie das? Wie bekommen Sie mit, was in einem solchen Web Service passiert? Und auch das Thema Geschäftsprozesse, wo es dann den Standard WS Beeple für ausführbare Geschäftsprozesse gibt, der ja inzwischen im Bereich Ausführbarkeit wohl der Standard ist. Schauen wir jetzt also im Detail in die ersten Standards hinein. SOAP. SOAP hieß ursprünglich mal Simple Object Access Protocol, also ein einfaches Protokoll, um auf Objekte zuzugreifen. Und das bietet einem eben die Möglichkeit, Web Services zu bauen. Es wird standardisiert vom W3C, das ist das Format einer SOAP-Nachricht definiert. Eine SOAP-Nachricht letztlich hat einen Umschlag, Envelope, und besteht innen drin aus Kopfdaten, also einem Header, der ist noch optional, und dem eigentlichen Nachrichtenkörper, wo also Ihr Inhalt drin steckt, dem Body verpflichtend. Sie kennen eine solche Aufteilung nahezu analog schon von HTML, wo Sie ja auch einen Head und einen Body-Tag jeweils haben, die dann die Inhalte umschließen. Und in dem Body einer SOAP-Nachricht, da finden Sie den eigentlichen Methodenaufruf. Als Antwort schickt dann der Service eine passende SOAP-Response. Der wesentliche Unterschied zu REST, aber wir werden später noch auf die tieferen Unterschiede eingehen, der wesentliche Unterschied liegt eben darin, dass bei SOAP Sie sämtliche Inhalte in Header und Body dieser SOAP-Nachricht kodiert haben, die dann Ihrerseits, wenn Sie jetzt HTTP als Transport nutzen, eben einfach als Payload, als Nutzlast in dieser HTTP-Nachricht drin hängen. Während REST ja den Protokollteil von HTTP gleich verwendet, um dadurch die Operationen zu kodieren. Also der eigentliche Standard basiert auf XML-RPC, also Remote Procedure Call, entfernter Prozeduraufruf. Der wurde ursprünglich von Microsoft initiiert und ist unabhängig vom verwendeten Transportprotokoll, wie eben schon angesprochen. Praktisch gesehen nutzen Sie heute doch zu 99% HTTP, wenn Sie von öffentlichen Web Services sprechen. Unternehmensintern mag das anders aussehen, dass Sie öfter mal auch Java Message Service verwenden für asynchrones Messaging.
Ich habe in der Anfangsphase von Web Services auch ein sehr schönes Buch gehabt, wo eben Web Service über E-Mail erläutert war. Es spricht grundsätzlich nichts dagegen, einen Web Service aufzusetzen, wo die Anfrage per E-Mail eingeht und sie schicken halt eine Antwort-E-Mail wieder raus, die die Antwort beinhaltet. Sie wissen auch schon, dass Services durchaus nicht automatisiert erbracht werden müssen, sondern es kann durchaus sein, dass ein manuell erbrachter Service so aussieht, dass eben ein Mitarbeiter etwas nachschaut und dann zum Beispiel einen Eintrag machen würde in einem System oder eben in einer E-Mail und dann die entsprechende Antwortnachricht wieder zurückschickt. Aktuell bei den SOAP-Standards ist Version 1.2, Second Edition. Sie sehen, das Ganze ist inzwischen halbwegs gereift. Die URI, um diesen Standard abzurufen, w3.org, TR SOAP 12. Aufgeteilt letztlich ist dieser Standard in drei Teile, Part 0, Primer, die allgemein verständliche Übersicht. Das ist sozusagen die, naja, Management- oder Developer Summary, je nachdem, wie Sie wollen. Dann Part 1, das Messaging Framework, das ist der eigentliche Standard. Und dann gibt es in Part 2 noch einige Adjuncts, einige Zusätze, einige Anhänge. SOAP wird sehr breit unterstützt. Ich habe es eben schon gezeigt an der Industrieunterstützung bei der Weiterentwicklung, aber eben auch im operativen Betrieb wird SOAP sehr breit unterstützt. Einige Unternehmen sind inzwischen aber auf RESTful Web Services übergewechselt, weil sie auf dem Server unter anderem eben auch weniger Performance kosten. Schauen wir uns so ein Beispiel für einen SOAP-Request einfach mal an. Sie sehen jetzt hier oben rechts auch die Struktur dieser Nachricht nochmal. Wenn Sie HTTP als Transportprotokoll verwenden, dann haben Sie eben nochmal HTTP-Header außerhalb und über dieser eigentlichen SOAP-Message. Und die SOAP-Message selber besteht dann eben aus der Envelope, die in sich den SOAP-Header und den SOAP-Body hat. In dem SOAP-Header können Sie dann noch einzelne weitere Daten spezifizieren. Und in dem SOAP-Body haben Sie den eigentlichen Methodenaufruf. Sie sehen jetzt hier mal ein Beispiel für einen solchen SOAP-Request. Sie sehen oben, es findet ein HTTP-Post statt an den URI irgendwas mit einem Math-Service. Und Protokollversion 1.1 bei HTTP. Man schickt hier Text bzw. XML mit einem Character Set Unicode 8-Bit. Und Sie sehen dann, dass die SOAP Envelope etwas tiefer in der siebten Zeile dann den Namespace angibt, um diesen SOAP Envelope prüfen zu können, was da drin steckt. Sie haben den Encoding-Style angegeben hier, in dem die SOAP-Nachricht kodiert ist. Und Sie sehen, es wird der zusätzliche applikationsspezifische Namensraum Math angegeben. Für einen Math-Service versuchen Sie nicht, den aufzurufen, den gibt es in der Form an der URI nicht. Aber es geht ja auch hier nur um ein Beispiel. Und Sie sehen dann, dass der Header sagen kann, zum Beispiel, dass hier eine bestimmte Sache verstanden werden muss, diese entsprechende Transaktion mit der ID 234. So könnten Sie also zum Beispiel definieren, dass das Zielsystem solche Aktionen in Transaktionen verpackt. Soll uns jetzt hier nicht wesentlich interessieren. Wesentlicher ist für uns ist der Inhalt des Bodies. Auch der Header ist wieder fiktiv. Sie werden dort an der URI nicht finden, dass Sie da irgendwas abrufen können. Aber im Body, da sehen Sie eben, wie so eine Operation aussehen könnte, nämlich genau in diesem Namensraum Math, den man selber definiert hat. Dort eben dann die Operation Add mit zwei Argumenten, hier der Einfachheit halber Arg 0 und Arg 1 bezeichnet, deswegen eingeschlossen in diesen Bereich dieser Add-Operation, damit sie dort eben als Parameter ankommen. Arg 0 weist den Wert 3 auf, Arg 1 den Wert 4 und die sollen offenbar hier addiert werden. Schauen wir uns dann die Beispielantwort an, die ist natürlich genauso aufgebaut als SOAP-Nachricht. Und da sehen Sie hier, es kommt wieder zurück eine Envelope und hier sehen Sie auch, dass der Header optional ist und Sie sehen dann nämlich, dass hier genau eine Add-Response, eine Add-Antwort zurückgegeben wird und naja, Sie hätten den Wert nicht anders erwartet. Es wird hier 7 zurückgegeben, schlicht die mathematische Addition. Schauen wir uns dann jetzt an, wie Sie solche Operationen oder solche Dienste auf der Metaebene beschreiben können. Grundsätzlich haben Sie dafür den Standard Web Service Definition Language, also kurz WSDL. Sie erzeugen dann eine WSDL-Datei, englisch gesprochen einfach WSDL. Und dieser Standard wurde ebenfalls vom W3C definiert.
Es handelt sich wieder um ein XML-basiertes Protokoll für die Beschreibung dieser Aufrufsyntax. Wie genau muss ich mein XML gestalten, damit ich diesen Service aufrufen kann? Wenn Sie diese Whistle haben, können Sie daraus automatisiert eben auch einen passenden Aufruf generieren. Was müssen Sie dafür wissen? Na, Sie müssen wissen, wo der Service läuft, Lokalisierung, über zum Beispiel einen Namen. Sie müssen dann die Methodennamen kennen, Sie müssen die Parameter kennen und Sie müssen auch wissen, welche Rückgabewerte die Methode erwartet. Es kommen dann über die weiteren WS-Stern-Standards noch weitere Möglichkeiten dazu, eben funktionale oder auch nicht funktionale Anforderungen zu spezifizieren. Aktuell bei WSDL ist die Version 2.0. Sie sehen auch hier wieder, man kann das Ganze entsprechend unter einem UI abrufen. Im rechten Bereich sehen Sie nochmal gegenübergestellt, was sich geändert hat von WSDL 1.1 zu WSDL 2.0. Und zwar bei 2.0 haben Sie eben in diesem oberen Block nur die Typen, die Datentypen in dem abstrakten Bereich und dann die eigentliche Schnittstelle, die Sie definieren über Operationen. Sie wissen schon, der Standard war Remote Procedure Call basiert, also Sie haben eigentlich einen entfernten Prozeduraufruf. Im Gegensatz zu RMI bekommen Sie hier also nicht irgendwelche Objekte in die Hand, sondern Sie rufen irgendwelche Prozeduren auf dem Server auf und der gibt Ihnen eine Rückgabe. Die Rückgabe kann natürlich zufällig irgendein komplexer Typ sein. Das bringt uns genau zu den Typen nochmal. Die Typen sind eben genau solche, die Sie in XSD-Dateien zum Beispiel schon gelernt haben zu definieren. Und die können Sie dann einsetzen als Eingabeparameter oder aus Rückgabeparameter, Rückgabewerte für Input- oder Output-Operationen, die in diesem Interface definiert werden. Die referenzieren also diese Operationen, diese Typen hier dargestellt durch einen Pfeil. Soweit dieser abstrakte Teil. Da haben Sie also erstmal dargelegt, wie Ihre Schnittstelle überhaupt aussieht. Was Sie jetzt noch brauchen, ist, Sie müssen sagen, wo finde ich denn diese Schnittstelle? Und dazu erzeugen Sie einmal einen eigenen Service mit einem Endpoint und den binden Sie an dieses Interface, beziehungsweise Sie binden dieses Interface an diesen Endpoint. Und das ist eben die eigentliche konkrete, der konkrete Abschnitt dieser Whistle. Und damit haben Sie alle wesentlichen Elemente zusammen, um auffinden zu können, wo läuft ein Service und wie sieht seine Schnittstelle genau aus. Also der Aufbau der Whistle-Datei an sich, da sehen Sie nochmal, ja, Sie haben diesen Definitionsbereich mit den Typen, Datentyp-Definitionen, dann eben die eigentlichen Messages, die da gehen, Port-Types und Bindings. Und der Port-Type definiert genau diesen Verbindungspunkt zu einem Webservice, davon bereitgestellte Operationen und verwendete Nachrichten. Sie sagen also genau, welche Nachricht werde ich bekommen, wenn ich eine bestimmte Operation dann durchführe. Und es ist letztlich ein bisschen vergleichbar zu einer Funktionsbibliothek. Also Sie können unter Windows sagen, einer DLL oder ähnliches. In traditioneller Programmierung können Sie es auch mit einem Modul vergleichen oder mit einer Klasse, die das entsprechende kapselt. Und die Operationen entsprechen dann genau diesen Funktionen. Und sie spezifizieren eben in ihren Typen diese Datentypen analog zu XSD, in den Messages genau diese Struktur, wie sehen eigentlich meine Nachrichten aus. Und in dem Port-Type sagen sie, welche Operationen, die diese Nachrichten verwenden, werden unterstützt. Und das Binding sagt dann genau, über welches Protokoll kann ich das eigentlich erreichen. Und da wird dann in der Regel wieder an das HTTP-Protokoll gebunden und an einen bestimmten Port, der auf einem bestimmten Webserver läuft. Schauen wir uns mal an, welche Operationen es gibt. Einmal dieses Thema One-Way-Einweg-Operationen. Sie schicken etwas rein und Sie sind auch nicht an irgendeinem Output, an irgendeiner Rückgabe interessiert. Wie kann das aussehen? Sie wollen irgendein Glossar pflegen und sagen, ich habe für einen Begriff, einen Term, habe ich irgendwelche Werte. Dann könnten Sie sagen, mein einer Teil ist Term, also der Begriff, und mein anderer Teil ist Value, also der Wert zu dem Begriff, die Erläuterung. Und diese beiden stecken in einer Message drin. Und mein Port sagt eben, ich habe hier für das Glossar diese Terme und die kann ich zum Beispiel setzen. Dann habe ich da eine Operation setTerm. Und in diese Operation geht eben eine Input-Nachricht rein, und zwar hier auch nur eine Input-Nachricht.
New Term und die Message ist genau die obige, die da referenziert wird, nämlich New Term Values. Das ist der Name dieser oben definierten Message. Und Sie sehen, hier wird überhaupt kein Output erreicht. Das ist sozusagen für den Client Fire and Forget. Er schießt seine Anfrage raus und rechnet auch nicht damit, dort irgendeine gefüllte Antwort zu bekommen. Im Gegenzug dazu, das haben Sie auch als Nachrichtentyp schon sicher anderswo gesehen, eine Request-Response-Operation. Sie haben also einmal diesen Get-Term-Request hier, der einen Term als Parameter erwartet. Und Sie haben passend dazu eine Get-Term-Response und die gibt Ihnen genau den Value dazu zurück. Beide sind vom Typ String, so wie das bei den New-Term-Values eben auch war. Wenn Sie also darüber einen neuen angelegt hätten, könnten Sie ihn jetzt hier wieder auslesen, den passenden Wert zu dem Term. Und Sie sehen, dass der Port-Type mit dem Namen Glossary-Terms jetzt hier genau diese Operation Get-Term definiert. Und die besteht eben jetzt aus zwei Messages, nämlich erstmal dem Input, diesem Get-Term-Request und dann dem Output der passenden Get-Term-Response. Soweit sehen Sie hier auch den Unterschied. Die Art der Operation definiert sich wirklich nur über diese Anordnung und das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein dieser Inputs bzw. Outputs. Sie können das ja auch in anderen Kombinationen machen. Wenn Sie zuerst einen Output haben, dann haben Sie sozusagen einen Server-Polling bzw. Server-Push und das könnte dann durch einen Input beantwortet werden, dass der Client wieder etwas zurückgibt und meldet, dass er dieses Push auch verarbeitet hat oder eben auch nicht, zum Beispiel. Logisch gesehen, letzter Bereich einer Whistle-Datei sind dann eben die Bindings. Hier haben wir das Binding mit dem Namen B1 und einem entsprechend vorgegebenen Typ. Der muss dann verweisen auf diesen Port-Type bzw. das Interface. Und dieses Binding beinhaltet dann einen Binding-Style, der entweder Document oder RPC ist. Für unseren Zweck tut es meistens Document. Und dann einen passenden Transport. Und hier wird eben formal HTTP als Transport festgelegt. Sie sehen es, das ist formal definiert auch über eine Definitionsdatei, die in XML-SOAP.org, SOAP-HTTP liegt. Die Operation ist dann die eigentliche Operation, die wir oben schon gesehen haben. Und die ist jetzt verbunden mit dem Get-Term auf der Webseite example.com. Sie verwendet als Input dann genau diesen Teil in dem Soap-Body, die entsprechende Message und das Output genauso und jeweils literal, also nicht noch irgendwie kodiert. Der nächste Bereich, den wir uns anschauen wollen, ist UDDI, Universal Description, Discovery and Integration. Das ist genau dieser Verzeichnisdienst, von dem ich bei der Vorstellung der Agenda schon kurz gesprochen habe. Ein Dienst, über den Sie Webservices registrieren können und über den Sie nach Webservices suchen können. Damit stehen die Whistles zu den Webservices über den klassischen Internetprotokoll-Stack zur Verfügung. Sie müssen also nur den UMKI der Registry kennen und können dann nach Whistles dort suchen bzw. die von dort abrufen. Was Sie brauchen, ist eben HTTP natürlich. Sie brauchen gegebenenfalls DNS, wenn Sie den Server über einen Namen und nicht die IP-Adresse ansprechen möchten. Und natürlich müssen Sie XML verstehen können, um die Whistle auszuwerten. Es gibt auch dafür breite Unterstützung aus der Industrie, Dell, Fujitsu, HP, Hitachi und so weiter. Das Problem ist natürlich, wie standardisieren Sie Whistles, sodass ein potenzieller Client diese automatisiert vergleichen kann? Sie möchten ja, dass der Client erkennen kann, von der Semantik her haben beide Services die gleiche Bedeutung, die gleiche Auswirkung und liefern das semantisch gleiche Ergebnis. Und wir unterscheiden dann andere Dinge, wie zum Beispiel Kosten eines Serviceaufrufs, Transaktionsunterstützungsfähigkeit, Restriktionen bezüglich Protokollen, über die sie laufen und so weiter. Und genau dieses Thema ist halt nicht richtig zur Standardisierung gekommen und dadurch hat UDDI insgesamt eine eher rückläufige Bedeutung, weil zumindest im offenen Internet
laufend weniger UDDI-Registries betrieben werden. Das haben bisher vor allem die IBM und noch einige andere größere ja, mehr oder minder auf Goodwill betrieben, diese Registries. Aber der große kommerzielle Nutzen davon ist bisher ausgeblieben. Interessant wäre es allemal, aber Sie sehen, wie das auch bei anderen, zum Beispiel Preisvergleichsportalen ist. Die Anbieter möchten sich einer solchen, insbesondere automatisierten Vergleichbarkeit doch auch oft entziehen. Wie sieht jetzt der Gesamtablauf aus? Sie rufen einen Webservice auf und Sie wollen diesen erstmal finden. Dann sehen Sie hier auf der linken Seite der Webservice-Anbieter, der wird sich registrieren bei der UDI-Registry und dort seine Whistle publizieren. Und der Client auf der anderen Seite, der Webservice-Nutzer, der kann über die UDDI-Registry diesen Webservice finden und sich die Whistle runterladen. Und dann kann er eben seinen eigentlichen Request abschicken als WS-SOAP-Nachricht, als XML-Nachricht und vom Webservice-Anbieter dann die Response, die Antwort als WS-SOAP-XML-Nachricht auswerten. Je nachdem natürlich, ob Sie hier ein Request-Response-Protokoll haben oder ob Sie eventuell nur eine One-Way Service-Nutzung haben, dann gäbe es hier keine Response. Wie können Sie jetzt Web-Services mit VS Soap in Java umsetzen? Na, also erstmal müssen Sie XML verarbeiten können. Da fällt Ihnen dann natürlich zunächst einmal ein, dass Sie ja JDOM kennen, ein API, um ein DOM zu parsen, also ein Document Object Model aus einer XML-Datei. Und dann kennen Sie zwei weitere Frameworks, einmal JAXP, Java API for XML Processing und JAXB, Java API for XML Binding. Was Sie dann brauchen können, wenn Sie jetzt vieles händisch unternehmen und auf einen händischen Remote Procedure Call gehen, den Sie implementieren, können Sie JAX-RPC nutzen, das ist Java API for Remote Procedure Call. Für die Anbindung an eine UDDI Registry gibt es bei Java eben auch ein einzelnes, Sie ahnen es schon, es fängt wieder mit JAX an, JAX-R. Und dann haben Sie ein SOAP-API, um die einzelnen SOAP-Nachrichten auswerten zu können auf einer etwas höheren Ebene. Und schlussendlich, das ist das eigentlich Schöne, gibt es JAXWS, Java API for Web Services. Das ist dann eben eine wirkliche High-Level-Spezifikation, eine wirkliche High-Level-API, der letztlich unter der Haube einige der anderen genannten APIs verwendet, aber ihnen das so weit abstrahiert, dass sie, wenn sie das implementieren, von den eigentlichen SOAP-Nachrichten und von XML nicht mehr viel sehen. Das werden Sie nachher bei dem Implementierungsbeispiel sehen.